Eine gute Leistung des Lauberhorn-Siegers. Und die zwei Zehntel, die muss aber der Didier Küst oben rausfahren. Das kann er. Er kann schneller fahren als der Klaus Kröll da im oberen Teil. Und auch schneller als der Dominik Paris. Ganz klar, weil das sind seine Kurven, die Rechtskurven. Große Freude bei Dominik Paris. Hohe Konzentration bei Didier Küsch. Vor drei Jahren ist er hier Zweiter geworden. Start gelungen. Gassur ebenfalls. Jetzt kommt die Rechtskurve drunter. Das ist ganz wichtig. Die ist auf Didier Küsch zugeschnitten. Ach, ganz verreckt, ganz unglaublich. Wie er die Welle da vorne geschluckt hat. Wunderschön anzusehen und schnell. 39 Hundertstel schneller als Dominik Paris. Oi, dieser Flug über Gulle. Fantastisch. Jetzt einfach keinen Fehler machen. Dann passt das. Position, Kondition, alles perfekt bei Didier Küsch. Ja, ja, ist auch früh fertig. Kann Position halten. Und die Zwischenzeit, der Vergleich mit Dominik Paris. Didier Küsch in Führung, 46 Hundertstel Sekunden. Wieder eine perfekte Fahrt von Didier Küsch. Wie schon am letzten Samstag in Kitzbühel. Und jetzt erhöht er seinen Vorsprung. 57 Hundertstel Sekunden. Und selbst wenn er Tokio muss verlassen, bleibt drinnen, er bleibt klein. Wie an der Schnur gezogen, wie auf Schienen. Die letzte Klippe überwunden. 64 Hundertstel. Der große Meister persönlich, Didier Küsch, zeichnet seine Unterschrift in den Schnee von Chamonix. Und er verlässt die Position, keine Sekunde, kommt durch und gewinnt 1,58,91. Das ist nicht zu überbieten. Didier Küsch. Jetzt, wenn er die Welle jetzt drückt am Ansatz, absolut perfekt. Und wenn man denkt, was für die Probleme andere Fahrer da hatten, das zeichnet seine Klasse. Es ist Abfahrtsrennsport in Perfektion. Didier Küsch mit 1,58,91, 67 Hundertstel vor dem Überraschungsmann Dominik Paris. Dann Klaus Köll, Michael Walchhofer ist Vierter, Silvan Zurbriggen Zehnter. Michael Walchhofer bei Lukas Studer. Ja, Michael Walchhofer, wir haben jetzt gerade zusammen die Fahrt von Didier Küsch angeschaut auf unserem kleinen Monitor. Sie haben gesagt, Respekt. Ja, absolut. Also, es war einfach... sehr saubere Fahrt und ja, hat einfach jetzt gezeigt, in was für einer guten Form er ist. Wollen wir natürlich auch über Sie sprechen. Er hat Sie vom Podest oder vom Stockerl gestoßen, wie Sie sagen. Ja, es ist der vierte Platz jetzt geworden, aber ja, es war die Fahrt vielleicht nicht ganz 100% perfekt, aber Entschuldige. Nein, es ist sicher nicht ganz zufriedenstellend, nicht das, was ich mir erwartet habe. Sie sind ja in diesem Jahr auf einer Abschiedstournee. Mit welchen Eindrücken verlassen Sie Chamonix? Ja, ich habe immer wieder betont, dass es eigentlich keine Abschiedstournee ist, sondern dass ich einfach jetzt Rennen nimmt, wie es kommt und das so gut wie möglich fahre. Und ja, ich will mich nicht unbedingt verabschieden, weil den einen oder anderen Ort werde ich sicher später auch noch besuchen. Besten Dank. Bitte, gerne. Didier Küsch bei Lukas Studer. Ja, Didier Küsch, Sie haben sich vor dem Publikum verneigt, aber eigentlich müssen wir uns alle vor Ihnen verneigen. Besser kann man nicht Skifahren, wie Sie im Moment.
Ja, das war so, zum ein bisschen Publikum Danke sagen, weil in Chamonix ist auch nicht immer so viele Leute wie heute und es ist schön. Ich habe das Rennen hier mit Michael Walchhofer zusammen geschaut, und zwar auf der Leinwand, und er hat gesagt, ach, der Kerl ist einfach zu stark für uns. Ja, heute ist wirklich wieder einmal alles gelungen. Der Ski, den ich im ersten Training hatte, habe ich genommen. Und der ist mir deutlich besser gegangen als gestern. Gestern hatte ich noch etwas kämpfen mit dem Grip. Und bei dem Fahrt heute wüsste ich nicht, wo ich einen Meter nicht gefahren bin, wo ich mich das besichtigt habe. Jetzt, wenn man von Ihnen so Ihre Fahrt anschaut, dann hat man das Gefühl, Position stimmt perfekt, Kondition stimmt, Kraft stimmt. Sehen Sie das auch so? Ja, es scheint schon zu passen. Und was vor allem extrem gut ist, zum Anfühlen, ist einfach, wenn ich fahre, fühle ich nicht, dass ich angreife. Es ist einfach die nötige Lockerheit, die drin ist, dass es nachher einfach als... Wenn der Ski super schnell ist, und das war er heute, wenn ich den nachher lasse gehen, muss ich nachher gute Kurven fahren und dann passt. Jetzt gilt es natürlich auch die ganze Lockerheit und das alles mitnehmen nach Garmisch. Denken Sie schon ein bisschen dran? Ja, es ist noch das nächste Wochenende mit Super-G und Riesen. Da muss man auch sicher wieder mal Kopf zu Sachen haben und erst nachher kann man da zu der WM nachstudieren. Danke vielmals, Didier Küsch, nochmal herzliche Gratulation. Die anderen wollen auch noch alle etwas von Ihnen. Und wir machen gerade fliegenden Wechsel. Da hinten ist nämlich der Dominik Paris. Dominik, herzliche Gratulation. Erster Podestplatz in Ihrer Karriere. Sie rütteln da gewaltig an der Hierarchie im italienischen Team. Ja, es ist ein super Tag für mich. Ich bin so glücklich, dass ich heute so gut zu Rennen gefahren bin. Und einfach gut gegangen ist. Leider Didi hat mich angehängt und das heißt schon etwas. Aber der zweite Platz ist auch okay, oder? Vollkommen. Ich bin auch mit Top 10 oder Top 15 zufrieden, weil ich muss ja eine Erfahrung sammeln und Punkte sammeln, dass ich noch weiter vorkomme. Und das scheint halt eine Sensation für mich. Jetzt waren Sie mit der Startnummer 1 gestartet. Sie mussten sehr, sehr lange zittern, bis Didier Küsch hinunterkam. Wie war das für Sie, das ganze Zittern? Ja, das war für mich eigentlich kein Problem, weil ich bin einfach gleich vor gewesen, weil ich gesehen habe, dass wenige mich anhängen oder halt knapp zurückkommen. Und eigentlich, ja, die Zeit ist gut und heute hole ich richtig gute Punkte mal. Herzlichen Dank nochmals. Gratulation. Ja, danke schön. Danke.